Hi, hier ist Dora von Dora's Corner. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne diese Idee zeigen. Das sind Taschentücherboxen, wie ihr wahrscheinlich schon erkennen könnt. Die habe ich jetzt schon gepostet auf Facebook, Instagram und habe ja auf unsere Demonstrator Planning Place unglaublich viel Feedback gekriegt und auch Fragen, wie ich das gemacht habe. Deshalb richte ich dieses Video oder widme ich Kelly, Sharon, Kim, Kirsty, Christine, Carrie und allen weiteren, die danach gefragt haben, und möchte gerne hier zeigen, wie schnell das geht und halt die Anleitung dazu hiermit veröffentlichen. Ich habe also eine Box vor einiger Zeit von einer Bastelfreundin bekommen und ich benutze die sehr oft. Ich habe die ganz wenig modifiziert, damit die klassischen Taschentücher darin wirklich gut passen. Und zwar, das sind, wie gesagt, die ganz klassischen Größen. Die werden natürlich verpackt, verschenkt und dann kann man sie einfach hier reinlegen. Und das Tolle ist, dass sie ja so gefaltet sind, dass man die hier wunderbar immer wieder rausnehmen kann und sich auf dem Schreibtisch an einen Nachttisch oder sonstiges hinlegen. Und ich werde euch das mit den tollen In-Color-Farben jetzt hier zeigen. Das sind die neuen von 2020, 2022. Die werden uns also die nächsten 2 Jahre begleiten. Und ich habe mich jetzt hier für diese wunderschöne Farbe entschieden. Hummelgelb und entsprechend dazu dieses Designerpapier. So, dann lass uns einfach direkt loslegen. Wir brauchen also ein Stück DIN A4 Papier, dann ein Stückchen Designerpapier, also maximal in der Größe 15,3 x 15,3 cm. Dann brauchen wir noch diese raffiniert bestickte Rahmen oder etwas Vergleichbares, wo halt die Öffnung mitgestanzt wird. Dann brauchen wir ein Stempelkissen und einen entsprechenden Spruch. Ich habe mich hier für die Genesungswünsche entschieden. Von Herzen gute Besserung. Das erst später. Wir schneiden uns erstmal einen Farbkarton auf die Größe 19,5 x 17,5 cm mit einem Schneidebrett zu. Dann legen wir erstmal die 19,5 cm lange Seite hier oben an und fangen an zu falzen bei 2,5 cm. ...13,5 cm und 16 cm. So, dann dreht man einmal dieses Papier, also die Seite 17,5 cm, einmal um 90 Grad und da wird es bei 1,5 cm wieder gefalzt, bei 4 cm. Bei 9,5 und bei 12. So, das ist jetzt einmal die Basis, die wir bekommen haben. Jetzt nehmen wir die Schere. Ich hoffe, dass ihr das so einigermaßen sehen könnt und legen das Papier jetzt so hin, dass wir hier an der Seite die längere haben und oben die kürzere entsprechend. Und jetzt markiere ich das mal eben kurz mit einem Bleistift, dass ihr das ein bisschen genauer seht, was wir hier alles wegschneiden müssen. Und zwar, hier fliegt das komplett weg. Und hier werden wir nochmal das einmal kurz anschrägen. Hier unten ebenso anschrägen und dann fällt das auf jeden Fall schon mal weg. Und hier werden wir das entsprechend anschneiden, hier auch anschneiden und hier ebenso anschneiden. Und das war's auch schon. Lass uns das mal entsprechend hier jetzt so verfolgen. Mal anschrägen, hier das Teil an der Falzlinie direkt
im Prinzip dann wegschneiden, hier anschneiden. Hier könnt ihr so ein kleines Dreieck mit gleich reinschneiden. Dann wird sich das ein bisschen einfacher dann später verkleben. Also hier müsst ihr nicht direkt an der Falzlinie, sondern daneben, aber dafür spitz zulaufend zu dieser Stelle, wo hier wieder diese Hauptfalz verläuft. Also einmal hier diese Dreiecke und hier ganz klassisch wirklich geradeaus zuschneiden. Und diesen Part könnt ihr natürlich auch mit dem Brett entsprechend wegnehmen, indem ihr das einmal hier reinlegt, die entsprechende Klinke nehmt, bei 12 anlegt und nach oben nimmt und schon ist das auch weg. Und dann braucht man das nur zuschneiden und dann ist es auch fertig. Ja, das falzen wir uns gleich. Wir brauchen auch entsprechend gleich das schöne Designerpapier. Und ich würde das ja auch tatsächlich gleich zuschneiden. Und zwar, wir fangen bei 10,5 cm an und schneiden uns dieses Stückchen hier einmal weg. Dann drehen wir um 90 Grad wieder und werden hier einmal bei 4,8 das entsprechend anlegen und schneiden. Dann einmal bei 2 cm. Dann bei 4,8 cm wieder. Genau. Und dann wieder bei 2 cm. Das ist ja quasi so, wie die Seiten der Packung dann entsprechend sind. Genau. So, dann haben wir also zwei oben, unten, hier die Seiten und dann brauchen wir noch mal auf die kleinen Seiten. Da nehmen wir also den Rest, den wir abgeschnitten haben, an die lange oder die lange Seite an hier oben und schneiden uns hier auch einmal 2 cm wieder, einmal und noch einmal 2 cm einfach ab. So, dann haben wir schon alles. Dann nehmen wir schnell mal eben Falzbein zur Seite und werden gleich diese Form nachfalzen. Bevor wir das tun, würde ich jetzt schon die Elemente einfach draufkleben und fange mit dem Großen hier an. Ich sehe gerade, dass ich sogar farblich zu dieser Box gerade gekleidet bin, mit einem gelben Oberteil. Das ist ganz lustig, habe ich gar nicht geplant. So, jetzt würden wir hier einmal noch mal ganz kurz das zuschneiden. So, wenn ihr jetzt etwas anderes als diese bestickten Rahmen nehmen wollt. Jetzt muss ich mal eben gucken, welche Größe das war. Ja, ich glaube, diese war das. Also dann müsst ihr gucken, dann braucht ihr diese Lasche, die letztendlich, also ich zeige euch das gleich noch mal. Wir falzen das einmal an allen Seiten. Das ist ein bisschen einfacher. Dann kann ich euch das noch mal ein bisschen besser verdeutlichen, was ich mit dieser Lasche da meine. Das geht jetzt natürlich super easy, denn das Papier ist jetzt durch das Designerpapier genug verstärkt. Und ihr könnt natürlich jetzt schon die Form der Box erkennen. Ja, so, jetzt seht ihr dieses Teil, das ist recht lang. Ja, wenn wir gleich hier mit diesen Stanzen arbeiten,
das hier drauf tun, dann ist es zu lang. Das heißt, wir schneiden uns das zu. Ich habe das jetzt extra so lang gemacht, weil es kann sein, dass ihr euch für eine andere Form hier entscheidet. Ihr könnt zum Beispiel auch etwas Rundes nehmen oder ein Dreieck und den irgendwie oben und hier unten einfach nur an Spruch. Deshalb dann würde ich empfehlen, das so zu lassen, weil damit wäre natürlich die Box dann später, wenn wir die verkleben, auch viel stabiler. Ja, ich muss das jetzt aber halt wegen dieser Stanze einmal kurz zuschneiden, weil mir das jetzt hier sonst rausgucken würde, wenn ich das benutze. Bevor ich diese Box verklebe, muss ich tatsächlich jetzt genau zu diesem Punkt kommen. Ich werde jetzt das Teil ausstanzen und dazu nehmen wir uns natürlich die Big Shot. Ihr achtet wieder mal nicht auf die Platten. Ja, ich weiß, dass sie nicht so schön aussehen. Jetzt nehmt ihr dieses Element hier mit der Lasche, klappt das nach innen, legt das hier einfach auf eure Stanzplatte und positioniert entsprechend mit den gleichen Abständen auf diesem Abschnitt. Das würde ich nicht hier unten machen, weil dann, wir kleben ja diese Lasche hier noch an. Das sieht dann unschön aus. Ich würde dieses breite Element zwischen den beiden schmalen Elementen lieber nehmen. Dann haben wir die Chance, dass es hübscher aussieht. So, und dann platzieren wir entsprechend die Oberplatte. Wenn ihr das Gefühl habt, das verrutscht euch, dann nehmt lieber ein Washi-Tape, fixiert das und dann habt ihr dann keine Probleme. So. Wir haben jetzt also dieses Mittelelement ausgestanzt und so sieht das aus. Ich finde das richtig cool. Und jetzt nehmen wir uns die ganzen Laschen hier vor. Wir machen einmal diese äußere lange. Das könnt ihr machen natürlich, wie ihr wollt, mit doppelseitigem Klebeband, whatever. Ich nehme dafür gerne den Tombow, weil für mich das der Kleber ist, den ich wirklich gerne und immer wieder verwende. Da dürft ihr nur nicht mit übertreiben, weil dann flutscht euch das raus. Und wenn ihr alles richtig schön geschnitten habt, dann macht ihr das einfach hier mit dieser Technik, dass ihr dann dieses Element oder diese Seite einfach zuklappt und vielleicht noch mal euer Falzbein nehmt und dann hier einmal fixiert. Dann könnte man das ja auch auf die Seite, andere Seite legen und da ebenso noch mal fixieren. Und das dann ist schon einmal die Form der Box hier zu sehen. Und jetzt müsst ihr entsprechend hier noch mal das verkleben und dann ist das auch fertig. Hier hätte ich natürlich, ich habe da gar nicht drauf geachtet, auf dieser oberen Seite das Designerpapier drauf packen können und nicht auf die untere, weil dann haben wir von oben einen schönen Abschluss. Und das mache ich mal eben. Ich habe jetzt noch mal eben ein kleines Stück zugeschnitten, ne, wieder 2 cm. Und wir korrigieren den kleinen Fehler. Ich hoffe, dass ihr euch das Video vorher anschaut, bevor ihr loslegt. Und dann wird das bei euch dann nicht vorkommen. Und auch wenn, ich glaube, da macht man ein paar mehr davon, wenn man auf den guten Geschmack kommt. Und somit ist das beim zweiten Mal dann wieder alles korrekt. So, jetzt nehme ich hier einmal auf die kleinen Laschen etwas Kleber. Dann würde ich das einmal zumachen und hier nehme ich wiederum von oben den Kleber, weil dann habe ich die Garantie, dass das auch hier von dieser Seite dann nicht mehr absteht und dass das auch lang genug ist. So, einmal zu
Und da können wir auch das Falzbein oder was anderes einfach mal reinnehmen. Oder auch den Finger. Das Loch ist ja hier groß genug. Und fertig ist das eine hier an der Seite. Hier habe ich gerne mal die Ecken abgerundet. Da könnt ihr zum Beispiel euer Envelope und Punchboard nehmen. Oder ihr habt ja einen coolen Eckenabrunder zur Hand. Dann macht ihr das damit. Oder ihr nehmt einfach Schere. Kann man auch damit hinkriegen. Kein Problem. So, und fertig ist die Box. Kann man schon einmal hier testen. Also das ist jetzt Absicht, dass das nach oben geht, weil das habe ich festgestellt, dass es dann besser haftet oder ja, irgendwie fester ist, als wenn man das nach unten macht. Und ich finde, das ist auch, das geht auch nicht auf, ist echt stabil genug. Also ich finde es genial. So, dieses Stück, das werden wir auch gebrauchen, weil wir wollen das ja verschenken. Wir wollen jemandem Freude machen und wir wollen ihm vielleicht bei dieser Gelegenheit ja, ein paar Wünsche noch äußern. Und eine Möglichkeit ist natürlich, dass derjenige, diejenige vielleicht gerade erkältet ist. Also meine Nase läuft auch tatsächlich aktuell. Allerdings habe ich keine Erkältung, sondern ich bin ja allergisch auf etwas, was ich noch nicht identifizieren konnte. Und deshalb läuft meine Nase hin und wieder und ich muss mich da auch mal darum kümmern. Kennt ihr vielleicht, manchmal kommen Dinge vom Nichts und auf einmal hat man die und man fragt sich, woher? Und irgendwann mal fängt das so zu nerven, dass man sich dann diesem Problem widmen muss. Ich glaube, ich habe gerade aktuell genug Taschentücher verbraucht, um mich da auch dieser Sache demnächst widmen zu können müssen. So, ihr habt gesehen, dieses Stempelset habe ich noch nie benutzt. Das ist nagelneu und hier unser Spruch von Herzen, gute Besserung. Das klebe ich entsprechend auch mit dem Tombow auf die Rückseite dieses ausgestanzten Elements. Zack. Und das ist so richtig cool, so dicker. Und wenn man die Taschentücher verschenkt, wobei man dann natürlich eine geschlossene Box dafür nehmen würde, logischerweise, dann kann man das ja hier einfach mal so reinführen. Das läuft, also das fällt wirklich nicht runter oder raus. Das ist richtig cool. Man kann noch ein Schleifchen drum machen und schon ist ein Geschenk fertig. Und wir haben jetzt alle tolle Farben hier zusammen, die 5 neue InColor Farben. Und hier unser Prototyp nochmal dazwischen in dem Hummelgelb. Ich hoffe, diese Anleitung hat euch gefallen. Ihr könnt natürlich die Produkte bei mir gerne erwerben. Ich verlinke euch unten in der Infobox des Videos den Link zu meinem Online-Shop. Das sind die InColor Farben. Ihr seid herzlich eingeladen, im Shop zu stöbern. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!